Rock'n'Roll Ladies. Katja fragte mich nach einem Outfit im 50er Jahresstil. Und wie ihr seht, habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Doch bevor ich auf dieses Outfit näher eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Was ist typisch 50er Jahre? Natürlich Polkadots. Und wie ihr seht, sind die schönen Pünktchen auf dem kompletten Kleid verteilt, um wirklich dem Stil gerecht zu werden. Und das Kleid besteht aus einem sehr, sehr leichten Jerseystoff, damit der Rockteil diesen typischen Schwung und den Fall bekommt, wenn ihr euch dreht oder tanzt oder allgemein nur bewegt. Wenn ihr so dieses Kleid anhabt, würdet ihr genau verstehen, was ich meine. Das ist quasi ein Feeling, was da aufkommt im 50er Jahresstil. Aber was ich an diesem Kleid auch immer wieder schön finde, gerade bei diesen Nickholder-Kleidern, wenn es im Genick gebunden wird, dass ein sehr, sehr wunderschöner Ausschnitt entsteht, dass das Bustier wirklich schön zur Geltung kommt und dadurch, dass eine kleine Schleife quasi im Genick ist, fällt immer ein restlicher Stoff einfach so runter. Und das finde ich immer sehr entzückend, sowas an einer Frau zu sehen. Es ist einfach wirklich herrlich anzuschauen. Und natürlich ein wunderschöner Rücken, rückenfrei. Es sieht herrlich aus. Und damit ihr dieses Kleid als perfektes Outfit tragen könnt, gebe ich euch natürlich noch die Tipps zu den Accessoires. Denn hier habe ich ihr, da Katja, noch einen Pump, das hat ein High Heel rausgesucht mit einem 9 cm hohen Absatz, der im schwarz-weißen Lackleder daherkommt. Lackleder deswegen, weil das typisch in den 50er Jahren der Stil war, wie solche Pumps getragen worden sind. Und wenn ihr die Pumps anhabt und dieses Kleid, werdet ihr dieses Gespür bekommen, wirklich wie in den 50er Jahren zu tanzen, euch zu bewegen und dadurch, durch diesen Schwung, durch diesen hohen High Heel, werdet ihr wunderschöne Beine bekommen und eure Figur wird ein Traum sein. Um das Outfit noch eins draufzusetzen, habe ich hier eine Handtasche herausgesucht, die zwar schwarz-weiß ist, aber mit einem Zebra-Muster daherkommt. Und gerade mit Zebra lässt sich den 50er Jahresstil wirklich nochmal unterstreichen, denn damals in den 50er Jahren kam Zebra-Muster doch bei verschiedenen Accessoires vor, um einfach vielleicht ein bisschen crazy zu wirken. Ich weiß nicht, was sie damals gedacht haben, aber das wirklich passt perfekt und unterstreicht das komplette Outfit. Und zu erwähnen ist natürlich bei der Handtasche noch, dass in der Tasche noch ein Riemchen ist zum Abmachen, um halt nicht nur als Handtasche zu tragen, sondern auch über die Schulter. Und in die Tasche passt richtig viel rein, denn es hat ein richtig schönes Ablagesystem quasi innen drin, damit ihr nicht ewig nach euren Schlüssel oder andere Kleinigkeiten suchen müsst. Doch ein was will ich hier noch draufsetzen, quasi die i-Pünktchen. Denn ich habe hier ein paar schöne Ohrstecker gefunden, die zu diesem Komplett-Outfit perfekt passen. Denn wie ihr seht, haben sie diese Pünktchen und wenn ihr oder besser gesagt Katja diese Ohrstecker tragt, dann ist das komplette Outfit aus einem Guss. Und eins kann mir Katja glauben, dass wenn sie mit diesem Outfit zu ihrer Cocktailparty geht und sie den Raum betritt, dass erstmal alle schauen werden und sich ja quasi zurückversetzt vorkommen werden in den 50ern, weil sie wirklich einfach nur heiß aussehen wird. Wenn ihr euch noch vorstellt, sie dazu noch eine wunderschöne Frisur in diesem typischen Look sich stylt und vielleicht noch eine Strumpfhose dazu, dann ist sie einfach nur mehr als lecker und wird einen richtig genialen Abend haben. Und wenn ihr, wie Katja, einen genialen Abend, einen genialen Outfit haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht und wie groß, welche Haarfarbe und welchen Style ihr habt. Und ich werde genau auf euch zugeschnitten ein Outfit zusammenstellen, was ihr dann vielleicht morgen schon online sehen werdet. Und damit ihr das nicht verpasst, abonniert mich hier oben einfach auf meinen Kanal und verpasst quasi kein Outfit, kein Video und die dazugehörigen Deals nicht. In diesem Sinne,
Rock'n'Roll Ladies.